So, liebe Mathefreunde, also ich habe ja schon Statistik was eingestellt, nämlich Modalwert, Zentralwert und arithmetisches Mittel. Und zu diesen Aufgaben kommt oftmals noch das Zeichen einer Torte. Also müssen wir gucken, wie man so eine alte Torte hinkriegt. Dazu habe ich eine wunderbare Textaufgabe gefunden. Und zwar werden in einem Supermarkt insgesamt 120 Kunden befragt. Das ist also unsere erste Information. Wie viele überhaupt in Summe? Und was wird gefragt, was sie gerade hamstern? Die Antworten sind, also 30 haben gesagt, wir kaufen Dosenwurst. 17, wir kaufen Weißwein, für die Mutti natürlich. 50 kaufen Klopapier und 23 kaufen Nudeln. Naja, alles, was man so in schwierigen Zeiten kauft. So, was machen wir jetzt? Als erstes müssen wir mal ordnen, denn die kaufen ja alle unterschiedliche Mengen und wir müssen das jetzt mal der Größe nach ordnen, weil bei der Torte man eigentlich traditionell immer mit dem größten Teil anfängt. Also das größte Teil wäre 50 mal Klopapier. So. Das zweite wäre 30 mal Dosenwurst. Kann ich sehr empfehlen. Habe ich auch gehamstert. Dann 23 mal Nudeln. Och, bin ich eher nicht so ein Fan von. Und 17 mal Weißwein. Naja, kriegt man schon runter, ja. Ja. Weißwein. So, habe ich erstmal der Größe nach hier absteigend geordnet. 50, 30, 23 und 17. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Also bei so einer alten Torte, Torte ist ja nichts als ein Kreis, fange ich irgendwo an. Also wenn hier der Mittelpunkt ist, fängt man traditionell immer so oben an mit der ersten Torte, mit einer senkrechten. Und wenn ich jetzt hier so eine Torte habe, irgendeine Torte, dann hat die hier einen Winkel, Alpha. So, und jetzt muss man erstmal überlegen, wenn ich einmal um den Pudding laufe hier, dann sehe ich, dass so ein Kreis insgesamt als Winkel hat 360 Grad. Das ist also einmal um den Pudding rum. Ja, wenn der große Zeiger einmal, was macht er da eigentlich? Eine Stunde wahrscheinlich, angezeigt hat, hat er 360 Grad durchlaufen mit seinem Winkel Alpha. Ja? Also alle Winkel zusammen meiner Torte müssen zusammen 360 Grad ergeben. Wie macht man das jetzt so? Man nimmt diese 360 Grad und verteilt die auf diese vier Einzelpositionen. Das geht immer gleich. Also ich rechne meine 50 durch die 360 Grad, die ich insgesamt habe. Entschuldigung, Blödsinn hier. Ich nehme die 50 durch die Anzahl der Leute, die ich insgesamt befrage und das mal 360. So, nehme ich mal meinen Taschenrechner. 50 Leute wollten Klopapier hamstern. 120 habe ich insgesamt gefragt, mal 360 macht 150 Grad. So, jetzt kommen die 30 Dosen. Also 30 wollten Dosen von 120, die ich insgesamt befragt habe, mal 360. Also 30 durch 120 geteilt mal 360. 30 durch 120 mal 360 macht 90 Grad. Ja, dieses Durchzeichen, das bedeutet also 30 durch 120 mal 360. So. Dann habe ich 23 Nudelexperten. 23 zu 120, also alle, die ich gefragt habe, mal 360. Macht 69 Grad. Und die 17 Weißweinsüffel von den 120 Befragten macht 17 durch 120 mal 360 51 Grad. So, jetzt nochmal Domkontrolle. Diese vier Winkel müssen zusammen 360 Grad geben. Ja? Das heißt also, ich schreibe sie mal hin. 150 plus 90 plus 69 plus 51.
Wie viel ist denn das? Kann ich nochmal doofen Kontrolle machen? 150 plus 90 plus 69 plus 51 macht 360 Grad. Ja, passt. Also 360 Grad in Summe. Jetzt habe ich gewonnen. Jetzt muss ich das nur nochmal einzeichnen. Also mein Surface-Rechner nicht so einfach. Ich hoffe mal, das gelingt mir gleich hier. Also, hier ist der Mittelpunkt in der Mitte. Mache ich nochmal so ein Kreuz hin. Also Mittelpunkt. Und hier oben fange ich an. Also die erste Linie ist immer eine senkrechte. Ich kann mit diesem Surface ganz schwer zeichnen, weil der Pfeil immer ein Stück daneben ist. So, jetzt muss ich die größten Winkel antragen. Größte Winkel, ich habe die hinten nochmal hingeschrieben, ist die Dosenwurst. Ja? Also jetzt müsst ihr hier mit dem Geodreieck oder dem Winkelmesser ein... Noch her mit dem kleinen Winkel hier. Ein Winkel von 100, mein Rechner schon ganz unruhig hier, 150 Grad abtragen. Ja? So, das ist das erste von der senkrechten, trage ich 150 Grad ab nach unten. Jetzt kommt die Dosenwurst. Jetzt muss ich auf den Winkel, den ich schon habe, nochmal 90 Grad drauf addieren. Also 90 Grad. Ja, bekannt, ganz bekannter Winkel ist der sogenannte rechte Winkel. Jetzt muss ich auf die 90 Grad, die 69 Grad drauf addieren. Ja, mein Winkelmesser seht ihr nicht hier. Das geht hier nicht bei Surface, aber geht natürlich bestimmt irgendwie. Ich bin da zu doof dazu. Also 69 Grad nochmal drauf addiert. Und jetzt den letztes Stück Torte, bleibt ja nur noch 51 Grad über. So, das ist meine Torte. Jetzt kann ich ihn auch schick beschriften. Also hier, du bist das Klopapier, du bist die Dosenwurst, du bist die Nudeln, und du bist der Weißwein. Ja, du bist der Weißwein. Okay, also Torte nicht so schwer. Nochmal zurück. Als erstes gucken, wie viel ist die Gesamtsumme? Also wie viel habe ich insgesamt gefragt? 120. Dann beziehe ich alle anderen Summen auf die 120, ja, indem ich immer die Teilsumme durch 120 teile, mal 360 Grad. Das ist mein Winkel. Und vorher ordne ich die der Größe nach, damit man eine schicke Torte kriegt. Ja? Also hier die größte zuerst, das ist Klopapier, dann die Dosenwurst, dann die Nudeln. Am Ende die Weißweinsüffel stellen sich ganz hinten an. Okay, würde ich mal sagen, für so eine kleine Torte muss das schon in Ordnung sein.